Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute fangen wir mit Objekten an. Objekte sind wirklich mächtige Dinge und sehr, sehr häufig benutzt in JavaScript. Deswegen möchte ich euch dieses Mal zeigen und in den nächsten paar Videos wahrscheinlich auch noch, was Objekte sind und wie ihr damit umgeht. Und zwar, wir haben in diesen zwei Zeilen haben wir eigentlich schon vier Objekte. Nicht alle verschieden, aber wir haben vier Objekte in der Hand. Ja, eins ist mal Document. Document ist ein Objekt, Cookie ist ein Objekt. X ist quasi ein Cookie, also quasi derselbe Cookie, deswegen ist X auch ein Objekt und Window ist auch ein Objekt. Alles ist ein Objekt fast, also außer Alert. Alert ist eine Funktion, aber das ist nicht ganz so wichtig. Okay, jetzt möchte ich euch natürlich verraten, was denn Objekte sind. Wir haben, wenn wir hier zum Beispiel auf Document zugreifen und einen Punkt schreiben, dann sehen wir hier, dass wir Zugriff auf viele verschiedene Variablen haben, aber auch auf irgendwelche Funktionen, die abhängig sind von diesem Document. Und das ist sozusagen der Trick dabei. Wir haben eigentlich als Objekt bezeichnet man alles, was irgendwie eine Sammlung von verschiedenen Variablen in einem ist, plus dann vielleicht noch ein paar Funktionen, die reinkommen. Und diese Funktionen, wenn sie in einem Objekt drin stecken, nennt man Methoden und nicht mehr Funktionen. Ist im Prinzip nicht ganz so wichtig, aber ja. Nur, dass ihr wisst, wenn ich von Methoden rede, dann meine ich Funktionen in Objekten. Okay, jetzt fangen wir aber erstmal ganz grob an und erstellen uns mal ein eigenes Objekt. Und zwar eins ohne irgendwelche Funktionen. Und das geht total simpel im Prinzip. Wir haben zum Beispiel einfach eine Variable, die nennen wir jetzt mal Pinguin. Warum nicht Pinguin? Machen wir mal einen Pinguin. Okay, war Pinguin... Kennt ihr alles schon? Also wir erstellen uns einfach eine Variable. So, und jetzt schreiben wir ist gleich und machen das Ganze sozusagen als assoziatives Array, wenn ihr den Begriff kennt. Ich weiß nicht, ob ich den mal erwähnt habe. Im Prinzip ein Array, aber das kann aus verschiedenen Typen bestehen. Das heißt, wir müssen hier nicht nur Strings drin haben, wenn ich jetzt einen String habe, zum Beispiel den Namen. Wie nennen wir denn unseren Pinguin? Nennen wir ihn Franz. Okay, also Franz ist der Name von unserem Pinguin. Dann ist er zum Beispiel, keine Ahnung, 40 Monate alt und kann 4 km/h schnell schwimmen. Das ist ein ziemlich langsamer Pinguin, glaube ich, aber ist egal. Hinten dran Semikolon nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier haufenweise Fehler, weil wir das Ganze eigentlich nicht so schreiben dürfen. Und zwar liegt das Problem darin, dass wir hier noch sagen müssen, wie heißen denn diese einzelnen Variablen? Wie kann ich darauf zugreifen? Denn wie auf ein Array kann ich hier jetzt nicht zugreifen, weil ich nicht dieselben Typen habe. Okay. Das nennt sich sozusagen Objekt oder auch assoziatives Array, wenn man es ganz grob nimmt. Jetzt nennen wir ihn einfach mal hier Name Doppelpunkt. So, Name muss auch nicht in irgendwelche Anführungsstriche oder sowas, sondern einfach nur Name Doppelpunkt. Dann bedeutet das, dass diese Variable, die jetzt hinter diesem Doppelpunkt kommt, Name heißt. Okay, und wir machen das Ganze jetzt der Übersicht halber mal in mehreren Zeilen. Das könnt ihr durchaus machen, das ist absolut legitim, macht man auch eigentlich normalerweise so. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel, was haben wir hier gesagt? Das war das Alter, Doppelpunkt, auch wieder kein String, das ist einfach nur so eingegeben. Hinten dran immer mit einem Komma getrennt, also hier ein Komma. Und hier haben wir jetzt gesagt, das ist mir zu lang. Egal, machen wir jetzt mal so. Okay, Schwimmgeschwindigkeit ist 4. Hinter dem letzten braucht ihr kein Komma mehr und schon seid ihr fertig. Ihr könnt hier so viele Variablen hinschreiben, wie ihr wollt. Das ist absolut euch überlassen. Und ja, jetzt haben wir uns sozusagen einen Pinguin erstellt. Wie können wir jetzt darauf zugreifen? Naja, also dieser Pinguin ist jetzt auf jeden Fall mal ein Objekt. Das ist schon mal ziemlich cool. Wie greifen wir jetzt auf diesen Pinguin zu? Wir wollen jetzt irgendwas damit machen. Zum Beispiel wollen wir sein Alter vergleichen, haben noch einen zweiten Pinguin und ja, jetzt wollen wir das vergleichen. Naja, dann sagen wir einfach mal window.alert, damit wir es ausgeben können. Pinguin. Und jetzt kommt dieses komische Ding, was wir die ganze Zeit gemacht haben, nämlich Punkt. Und jetzt haben wir hier die Auswahlmöglichkeiten Alter, Name und Schwimmgeschwindigkeit. Und ihr seht, wir haben hier sogar noch mehr zur Auswahl. Das werden wir aber alles noch machen, oder nicht alles, aber wahrscheinlich ein Teil davon. Und jetzt wollen wir also einfach mal den Namen von dem Pinguin ausgeben lassen. Okay, und schon können wir das Ganze ausführen. Einfach mal hier aktualisieren und jetzt haben wir hier den Namen ausgegeben, Franz. So, und das ist genau das, was bei Objekten immer gemacht wird. Wenn ihr hier diesen Punkt habt, dann greift ihr auf eine Variable innerhalb von eurem Objekt zu. Das heißt, Pinguin ist das ganze Objekt, das enthält alle Sachen, die hier dazwischen, zwischen diesen geschweiften Klammern stehen. Und wenn ihr mit dem Zugriffsoperator, mit dem Punkt,
darauf zugreift, dann switcht ihr sozusagen in den Pinguin rein, habt jetzt hier die Möglichkeit, euch eine dieser Variablen und der Funktion, die wir noch hier reinpacken werden, auszusuchen. Das ist sozusagen, das ist sozusagen ein direktes Objekt, was wir hier uns erstellt haben. Das Problem ist jetzt hier, wir können nur ein einziges dieser Pinguine haben. Was wir aber eigentlich wollen, ist ein Blueprint oder sozusagen ein Objekt, das wir einfach die ganze Zeit erstellen können. Also ich meine, ihr habt jetzt hier wahrscheinlich nur ein Document, das mag schön und gut sein, aber ihr habt zum Beispiel mehrere Variablen X oder sowas oder mehrere Elemente, die ihr über eine ID kriegt oder sowas. Das brauchen wir dann anders. Und da können wir nicht einfach jedes Mal sagen, wir erstellen uns eine var, irgendwas ist gleich, sondern wir wollen das Ganze dynamisch kreieren und wir brauchen dazu sozusagen einen Blueprint. Und jetzt sehe ich gerade, wir sind schon wieder bei 6 Minuten. Arbeitet damit mal ein bisschen rum und probiert einfach mal ein bisschen aus, wie ihr mit diesem Zugriffsoperator da zu Streich kommt. Wo ihr den überall findet, habt ihr wahrscheinlich schon oft gesehen. Hier zum Beispiel auf Document, GetElementById, da habt ihr ein Element in der Hand. Und mit dem Punkt könnt ihr auch schon wieder hier auf verschiedene Sachen zugreifen und so weiter und so fort. Und das machen wir dann beim nächsten Mal, wie wir diesen Blueprint schaffen. Okay, bis dann. Ciao.